So, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play The Sims 3 Perfect Genetics Challenge. Und ich spiele jetzt quasi nahtlos weiter. Ich nehme nahtlos weiter auf, während Legolas schreit. Hallo, warum tust du das, Legolas? Please stop. Please stop. Was hat er denn? Hunger. Im letzten Part wurde Dave zweimal befördert, was echt sehr gut ist und uns einen ordentlichen finanziellen Schub gebracht hat. Oh, super, die macht das schon von alleine mit den Hausaufgaben. Papas Aufmerksamkeit erregen, das ist ein süßer Wunsch. Ari hat gerade sprechen gelernt. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, das ist eine super Sache. Und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen so weitergeht, damit wir uns dann endlich irgendwann mal ein schönes Haus kaufen können. Für all diese Kinder, wobei wahrscheinlich dann nicht mehr alle diese Kinder hier wohnen werden. Wenn wir es endlich so weit geschafft haben. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich schicke unsere Bella wieder hier auf diesen Platz und lasse sie ein bisschen für Trinkgeld spielen, weil das letzte Mal hat sie damit ja schon viel Geld verdient. Wessen Auto ist das? Ach, seins. Aua, ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Yay, und damit hat sie auch Papas Aufmerksamkeit erregt und er wandelt zu seinem Kind, das ist doch wunderbar. Und jetzt kann er mal ein bisschen Weintraubenpfannkuchen essen und sie kann in ihr Feenhäuschen, obwohl, erstmal kann sie aufräumen und dann kann sie in ihr Feenhäuschen gehen und schlafen. Naja, sie ist noch da, Informationen sammeln, das wunderbar. So, guck mal, Bella schon da, sie ist schon da und sie erzählt jemandem von Musik. Oh, was? What in the fuck is wrong with this kid? Das ist... Oh, ah, okay. Mhm. Seine Mutter hat sich nur ein bisschen später entschieden, überhaupt aufzutauchen, aber ist okay. Nee, mach das jetzt mal nicht hier. Keine Leute foppen. Du sollst, vielleicht mal Aura der Kreativität. Super. Und dann... Obwohl, macht die auch immer wieder aus. Geht das... Ah, Verzeihung. Ich glaube, ich mache die Aura wieder aus, weil dann kann sie das zu Hause machen, wenn ihre Kinder gerade malen. Mach das mal aus, deine Aura. Bitte, los. Danke. Und jetzt trink für Spielgeld. Spiel für Trinkgeld. Sehr gut, ich hoffe, da kommt ein bisschen Geld rein. Gut, dass das Kind schon anfängt zu schreien. Passend zu ihrer Gitarre, zu ihrem Gitarrengespiele da. Irgendwie sieht ihr Bauch so komisch aus mit der Skin. Unter diesem Top, oder? Weird. Oh. Oh, das ist der Typ, den sie hot fand. Emil. Also dann, ja, sag ihr mal, gute Arbeit, Emil. Gute Arbeit. Wofür eigentlich? Wahrscheinlich bei Hausaufgaben. Gute Arbeit, Emil. Frag ihn, ob er Single ist. Das würde mich viel eher interessieren. Und dann kannst du immer eine lustige Geschichte. Oh, es wird sie heiß. Oh, das sieht gut aus. Er ist Single. Oh, nee, das ist, glaube ich, noch zu viel. Frag ihn nach seinem Sternzeichen. Und dann erzähl ihm ein Märchen. Du bist ja auch eine Fee. Während Emily hier einfach nur random rumsteht, wie ein kleiner Creep. Wieso gehst du nicht schlafen, Emily? Das wäre sehr schön und du würdest mir nicht so viel Angst machen. Wie wenn du da einfach nur rumstehen würdest. Wo ist sie? Warum kommst du nicht nach Hause zum Hausaufgaben machen? Warum machst du das hier? An dem Supermarkt? Kannst du das bitte nicht machen? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, geht's den Babys gut hier? Ja, ja, läuft, 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 läuft. Okay. Er ist hier gut am Arbeiten, das ist sehr schön. Dave, was machst du? Blödsinn, wie immer. Schreib mal lieber hier weiter an deinem Ding. Während ich mich hier weiter darum kümmere, dass Davina endlich mal einen Freund abkriegt.
Frag ihn mal, ob er einen Job hat vielleicht. Kannst du mal den Tag verschönern? Das ist auch nett. Dann, verspielt belästigen. Klingt irgendwie falsch, aber auch gut. Ich finde das immer so süß, wenn die das machen. Die sind so ganz klein und machen Blödsinn. Oh, jetzt sind sie Freunde schon. Das ging ja schnell. Oh. Sie wünscht sich, Emil zu küssen. Nochmal eine Grimasse schneiden. Ich mache immer ein Kompliment über sein Aussehen. Oh. Oh, er findet es gut. Er hat voll die schönen Augen. Guckt euch mal das an hier. Voll grün. Und, vielleicht kann sie noch mal ein bisschen flirten. Und, kann sie ihn verliebt umarmen? Lässt er es zu? Ja. Oh mein Gott. Oh. Ruby latscht so das Bild, like, what the fuck. Oh, Castiel. Castiel denkt sich so, was machst du da? Was machst du da? Ach, Castiel ist sehr müde, deswegen lasse ich ihn mal hier kurz ein Nickerchen machen, weil Legolas wird gleich schreien. Und davon wird er sonst wach werden, wenn er sich da ins Bett legt. Und deswegen warte ich kurz, bis Legolas dann geschrien hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Händchen halten. Oh. Während ihr Vater hier sitzt. Das ist ein bisschen awkward, aber das ist halt alles ein bisschen klein hier. Und dann gibt's ihm den ersten Kuss. Oh mein Gott. Oh, Davina. Die älteste Tochter hatte ihren ersten Kuss. Das ist so cute. Dann kannst du ihn nochmal küssen. Und dann... Ich möchte noch Merkmale von ihm rausfinden. Ja, das ist, da hast du schon recht. Wir kennen noch keins seiner Merkmale. Und eine feste Beziehung vorschlagen. Vielleicht will er ja. Will er? Oh mein Gott. Davina hat ihren ersten Freund. Ich bin so excited. Okay, jetzt kannst du was essen. Das war auch anstrengend. Wow. Oh mein Gott. Unser erster Teenager mit einer Beziehung. Cute as fuck. So, Bella, komm mal nach Hause. Mal gucken, wie viel du verdient hast. 59 Simoleons. Das ist ja mal nix. Wie schlecht ist das denn? Da waren aber schon bessere Tage, wa? Iss ein bisschen was und dann geh in dein kleines Feenhaus schlafen. Er geht jetzt. Emi geht. Na gut, aber wir haben ja auch alles gemacht. Und Davina ist müde. Alles gemacht. Klingt auch falsch. Aber Davina ist jetzt auch müde und möchte auch jetzt langsam Ruhe haben. So, dann kannst du mal wieder Essen machen für alle Beteiligten, Bella. So, Dave, du kannst dich um Legolas kümmern. Der ist jetzt nämlich am Schreien, wie ich schon vorausgesagt hatte. Und dann ein bisschen Legolas füttern. Du kannst hier schlafen gehen. Achso, ja, hat er sich eh schon gewünscht. Oder gewünscht. Wollte er eh machen. So, dann leg Legolas wieder hin. Und dann fütter Arya. Und genau, wirf das mal weg. Dann gehst du auf Toilette, also auf Töpfchen. Nein, 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 Dave. Hallo. Geh aufs Klo. Bitte. So, du kannst deine Tochter ins Bett legen wieder hier.
Abend das Lehren und dann schlafen gehen. So, wer ist hier wach? Mary. Ja, Mary, dann iss mal den Rest von dem, was deine Mutter da gegessen hat. Und dann kannst du dir einen neuen Teller nehmen. Dylan, gratulieren. Wer ist Dylan? Warum willst du ihm gratulieren? Ich dachte, jemand schreit, aber schreit gar keiner. Hausaufgaben schon gemacht? Nicht komplett. Und Emily ist auch wach. So, Emily. Girl. Du kannst ein bisschen schreiben. Weil dein Vater ja gerade schläft. Das heißt, er muss sich an den Laptop. Und dann, wenn du wach bist, kannst du auch was essen. Ach, sie hat jetzt lauter Träume. Wünsche, was ihren Freund angeht. Ich glaube, wir wünschen uns hier lieber mit dem rumzumachen, als was zu spenden. Und Emily hat ihr Buch fertig geschrieben. Wunderbar, Emily. Das ist sehr nett von dir. Hast du gar keine Staffelei? Hä? Ach so, eine Wippe wünscht sie sich schon die ganze Zeit. Das hatte ich komplett vergessen. Das wollte ich ja eigentlich kaufen. Ich wollte denen schon gerne eine Wippe kaufen, weil die haben ja schon zu viele Kinder. Dann können die ruhig mal eine Wippe anschaffen. Ah, hier. Ich wollte schon sagen, wo ist das Ding? Hier in so einem schönen, hotten, ne, orange-braun irgendwas. Mit dem Schreiben eines Buches beginnen. Ja, das wäre jetzt die nächste Sache, die ich dir erfüllen würde. Schreib mal eine... Was soll ich jetzt geben? Schreibfähigkeit ausbauen. Ach, das will ich gar nicht. Wolltest du... Nein. Science-Fiction-Roman schreibst. Ja, so viele, es gibt schon so viele Bücher, die alle hier geschrieben haben, die Zeitschleife unendlich heißen, aber mir fallen immer keine Buchnamen ein, weil ich so viele Leute hier Bücher schreiben lasse, dass ich mir immer denke, egal, wir nehmen einfach irgendwelche vorgeschlagenen Namen. Und wenn dann alle Bücher gleich heißen, dann ist mir das auch wurscht, weil die liest ja sowieso keiner. Ein bisschen Geld ist damit verdient worden. Und dann, wenn Mary fertig ist, kann sie weiter an ihrem Bild malen. Hast du deine Hausaufgaben fertig? Auch noch nicht, ne? Kannst du mich auch mal machen. Spricht nichts dagegen. Die Teenies können jetzt langsam mal ausschlafen. Oh. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh nein, steh auf, Dave, schnell. Oh oh, zu spät. Kassielle schon wach. Macht nichts. Kann er auch was essen. So, dann kannst du ihm noch die Flasche geben. Muss er da arbeiten? Nein. Und die kuscheln. Und dann legst du ihn wieder hin. Und dann kannst auch du etwas von den ekligen Nudeln essen, die deine Frau gekocht hat. Emily hat Geburtstag. Oh. Das heißt, sie wird jetzt auch zum Teenager. Unsere kleine Emily. Auch schon. Auch schon ein Teenager fast. Das ist ja echt heftig, wie schnell die Zeit vergeht hier. Wann werden die eigentlich erwachsen? In 3 Tagen. Oh Gott. In 3 Tagen werden unsere Ältesten hier schon erwachsen sein. So. Verkauf mal dein Bild hier. Also mit deinem Trainingsgerät kaufen. Du kannst ja noch gar nicht richtig trainieren. Da kannst du es dir trotzdem wünschen. Ich meine, why not? Ist sie wach oder warum willst du sie hochnehmen? Einfach nur so aus Spaß. Ne? Sie schläft noch. Aber Hauptsache, du hast sie mal irgendwie genervt. Weil wir mit ihr spielen. Das ist natürlich süß. Kannst du sie trotzdem absetzen, weil dein Sohn möchte, glaube ich, gewickelt werden. So, Emily, genug des Buches. Ist auch mal ein bisschen was von den Ekelnudeln hier. Und du, was mache ich jetzt mit dir? In 3 Tagen und 8 Stunden geht es wieder zur Arbeit. Ich könnte sie halt jetzt wieder schwanger machen, aber eigentlich wollte ich gerne warten, bis sie wenigstens den nächsten
Schritt von ihrer Karriere hier erreicht hat. Weil das er 9, weil er ist nämlich fast fertig. Don't know. Davina, warum schleichst du hier rum? Ja, die hat hier 150 Wünsche, die sich alle nur um Emil drehen, natürlich. Natürlich, natürlich. So, ich schicke Bella jetzt mal wieder hier in den Park, damit sie da mal ein bisschen Musik spielen kann. Das war ja jetzt das letzte Mal nicht so von Erfolg gekrönt. Aber, ey, da war schon wieder irgendwie ein Liebesbrief oder sowas von Dave drin, ne? Warum haben wir denn. Weiß ich nicht, aber egal. Irgendwie wollen alle gerne Dave für sich haben. Guck mal, wie er sich jetzt feiert. Alle Girls in dieser Town wollen den Dave haben. Aber der Dave, der hat hier seine Bella und mit der muss er hier noch ein paar Kinder zeugen, bevor er alt wird. Beziehungsweise bevor er stirbt. Ob er alt ist oder nicht, das ist ja eigentlich egal. So, dann stellen wir hier dein Köfferchen wieder auf. An einer ordentlichen Stelle. Sehr gut, und dann geht's los hier. Hoffentlich wird das dieses Mal was so. Hoffentlich verdient sie dieses Mal ein bisschen mehr. So, und dann kannst du auch was von den Ekelnudeln essen. Wie wird damit? Ist doch schön. Ist doch eine schöne Idee. So. Ja, Emily, du hast vollkommen recht. Dann geh auch auf Toilette. Und du kannst hier weiterschreiben. Oh, da kommt aber viel Geld jetzt rein. Oh. Na, es läuft doch auf einmal. Weiß ich nicht, was da letztes Mal los war. Aber anscheinend kriegt es doch recht viel Trinkgeld zugeschmissen. Für ihn hatte ich doch eigentlich auch ein Girl reserviert. Hier, sie. Kimberly, die hat ihn doch geschrieben. Kannst du die nicht nochmal anrufen? Mit der plaudern? Mal gucken, was da noch geht. Muss hier nicht auf Toilette. Es nervt mich jetzt ein bisschen, dass sie die ganze Zeit das Geld klimpert. Auf der anderen Seite ist es halt gut. Weil die brauchen ja das Geld. Ne? Kannst du mal weiter in dein Bild malen? So, jetzt kann sie nicht mehr in ihre Staffelei, wie ihre Schwester da malt. Naja, egal. Dann geh erstmal schlafen, du bist ja auch müde. Ach, der Wiener muss auch gleich zur Arbeit. Oh, wer ist jetzt gerade Star geworden? Ich habe mich aufgepasst. Bella, ja. Das war ja aber auch irgendwie zu erwarten. Dass die jetzt bei Zeit mal ein Star wird. Kannst du noch schnell was essen für die Arbeit? So, jetzt komm nach Hause. Mal gucken, wie viel es ist dieses Mal. 1004. Das ist echt viel. Das ist echt, 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 echt viel. Sehr gut. Ich glaube, ich lasse jetzt immer mal wieder dafür Trinkgeld spielen. Vielleicht kriegen wir dann schneller Geld rein. Tavina, ab zur Arbeit, genau. Kuschel, musst du heute arbeiten? Ja. Ins Bett legen, auf Toilette gehen und dann machst du einfach nochmal schnell ein Nickerchen. Und du kannst wieder irgendwas Ekliges für deine Familie kochen. Wie klingt das für dich? Ja, hier Jelly-Sandwiches, da kann man doch nichts falsch machen eigentlich, oder? Hoffentlich. Kann man da nicht so viel falsch machen? Legolas Salvatore wurde zum Partikel. Ich glaube nicht. Kriegt er eigentlich mehr Geld pro Stunde? Nee, genauso viel wie seine Schwester. Ich dachte irgendwie. Ja, das ist ein guter Wunsch. Gute Freundschaft mit Kimberly etablieren. Ja, dann machen Nickerchen im Bett von deiner Schwester, wenn es dir zu laut ist. Sie ekelt sich, as usual, vor ihren Kindern.
So, dann räum auf. Du malst jetzt bitte dein Bild da zu Ende, damit deine Schwester wieder in ihre Staffelei kann. Mein Gott. Dann geh schlafen. So, Castiel, das ist dein Auto. Sprich mit John Pleasant Burp. Ey, ich komme nicht auf den Namen klar. Pleasant Burp? Das Spiel will mich doch verarschen. Und überzeuge den Sim von der Großartigkeit der Technologie, um etwas Geld zu verdienen und eure Beziehungen zu verbessern. Okay, ich weiß zwar nicht, was ihr Job jetzt mit Technologie zu tun haben soll, aber alright. Gehen wir ihn halt überzeugen. Ach nee, warte, geh erst auf Toilette und dann gehen überzeugen. Niemand kann jemanden gut überzeugen, wenn er eine volle Blase hat. Sonst geht es allen ganz tutti hier? Nee. Dave muss auch mal dringend. Dave muss alles mal dringend machen. Auf Toilette gehen, duschen, Teller nehmen. Ich hatte dir doch gesagt, du sollst den Typi hier überzeugen. Warum hast du das jetzt nicht gemacht? Ach so, wenn Navina zu Hause ist, kann sie malen wieder, ne? Ist klar. So, mal gucken. Wie viel es dafür überhaupt gibt, dass wir den jetzt überzeugen. Am Ende gibt es da wahrscheinlich gar nichts für. Oh, Hauptsache, der läuft hier irgendwo. Nirgendwo ist er das nicht? Ist das da nicht der Typ gewesen, den wir überzeugen müssen? Ah ne, ist wer anders. Oh, das ist aber ganz schön gruselig hier, den Berg hoch. Wo geht's denn überhaupt hin? Wo sind wir denn überhaupt? Ganz weit außen. Ist der hier unten? Als ob. Ja, jetzt sehe ich, warum wir den von Technologie überzeugen müssen. Der wohnt ja auch. Der ist ja auch hier komplett außerhalb. Vor allem sonnt der sich im Dunkeln. Es ist so dunkel. Es gibt so Sterne. Ich weiß nicht. Das wird nicht stimmt, aber okay. Ja, das war ja mal nix, ne? 250 Simoleons hat sie jetzt dafür gekriegt. Aber wenn sie schon mal hier ist, vielleicht kann sie ein bisschen. Was ist denn das hier? Ah, das ist ein Fisch. Ja, dann angel doch mal ein bisschen. Angeln haben wir auch noch nicht probiert als Source of Income. Kann man ja aber mal einfach machen. Obwohl die hier direkt an einem. Okay. An einem Fluss wohnen ja. Also hier auf der Seite. Auf dieser Seite. Und ich habe noch nie jemanden angeln geschickt. Ach nee, jetzt regnet es. Das ist natürlich doof. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Emily hat Geburtstag. Okay, komm mal nach Hause. Es ist Chaos. Da habe ich euch 3 Sekunden alleine gelassen. Alles war okay. Und jetzt ist Chaos. Okay, du musst dir das nicht unbedingt angucken. Du kannst jetzt Legolas wickeln. Emily ist ein Teenager. Und sie liebt auch die Hitze. Also sie ist künstlerisch, Workaholic, leicht zu beeindrucken und liebt die Hitze. Und übermüdet ist sie auch, wie ihr vielleicht seht. Dann kannst du jetzt erstmal was essen. Ich werde sie dann gleich umstylen. Also zwischen den Parts, weil mir das immer ein bisschen zu anstrengend ist, so richtig. In dem ja, ist okay, deine Schwester ist älter geworden. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt geh und verkauf das Bild und dann geh Pollenpunsch trinken und tu Dinge, damit es dir besser geht. Weil hier sind schon genug Leute unzufrieden. Nee. Fütter ihn nochmal. Ach, er ist auch noch krank jetzt. Ist ja toll. Ist ja toll. So, und dann kannst du Legolas ins Bett legen und dann kannst du schlafen. Und Bella. Oh, Bella ist noch auf dem Weg nach Hause. Bella kann mal schnell. Ach, nicht rauslassen, sondern Aria wickeln. Und füttern. So, wer sitzt hier am Computer? Ruby. Hätte ich dir das erlaubt? Ich glaube nicht. Kann mich nicht erinnern, das getan zu haben. Geh duschen. Dann kannst du hier das Töpfchen mal leeren. Das ist nämlich auch voll geschissen. Nein. Die Frau ist verheiratet. Die sind beide verheiratet. Ich verstehe nicht,
Warum die ständig angegraben werden, vor allem weil die diesen ewig Treuruf haben. Verstehe ich nicht, wie das sein kann. Aber okay. So, und dann geh schlafen. Dann habe ich dich nämlich auch schon mal abgefrühstückt. So, und dann du kannst mal was essen hier zwischendurch. Du kannst auch was essen. Du kannst auch was essen. Sind dann alle versorgt mit Essen? Ja, ne? Ja. Weiß ich alles schon. Und dann kann Davina schlafen. Schlafen in ihrer Bett vielleicht. Oder auch nicht, weil Baby ist gleich am Schreien. Dann kannst du stattdessen deinen kleinen Bruder nochmal kurz ein bisschen kuscheln. Und mit dem spielen, weil der brüllt hier gleich wieder rum und weckt deinen Bruder auf. Ach Mensch, Schubi, das ist aber nett, dass du mal das Klo sauber machst. Das finde ich echt super. Aber trotzdem kannst du hier jetzt mal Hausaufgaben hatten, ja, ne? Ja. Gut, dann kannst du hier mal malen. Kannst du eben auf Toilette gehen. Und weiter. Ach so, ist gar nicht deins. Doch. Malen. Und du kannst deinen Bruder ins Bett legen und dann schlafen gehen. Ich glaube fast. Dann haben wir erstmal alle versorgt. Das ja auch mal geben. Alle paar Trilliarden Jahre kriege ich es mal hin, dass nicht irgendjemand einen Nervenzusammenbruch hat. Achso, sie ist schon recht nah dran an diesem. Was wollte ich ihr denn nochmal geben? Ich weiß gar nicht mehr, extrem kreativ oder so. Ach nee, das war der 100 Baby Challenge. Ich weiß gar nicht mehr. Falscherin, attraktiv, schneller Lerner. Stahlblase. I don't remember. Ich überlege mir das nochmal, weil jetzt hat sie ja schon recht viel. Jetzt will ich sie nicht einfach so rausballern. Ihre Lebenszeitbelohnungspunkte. Längstes Wort ever. Okay, die Babys, denen geht es jetzt gut. Ja, den Kleinen hier. Wann wird Aria zum Kind in 2 Tagen? Ihre Lieblingsfarbe ist rosa. Das sehe ich jetzt erst. Was ist Legolas Lieblingsfarbe eigentlich? Türkis. Kiesestay. Okay. Okay. Okay, then. So, dich lasse ich mal kurz aufstehen und duschen. Cross you are stinking. Oh, und die Dusche kannst du vorher mal putzen. Die sieht nämlich furchtbar aus. Furchtbar ranzig. So, Dave. Hattest du genug Spaß? Kannst du jetzt an deinem Buch weiterschreiben, an deinem Artikel oder. Ach nee, Biografie ist das, ne? Was er schreibt. Bella ist schon wieder wach. Super Sache, Bella. Dann kannst du eben was zu essen dir nehmen. Oh, hier ist ja schon wieder alles eingedreckt. Ich weiß gar nicht, wie die das mal schaffen. So, und jetzt, wo du komplett ready bist, genau, kannst du deinen kleinen Bruder versorgen. Gut, dass du das schon freiwillig von alleine machst. Und dann füttern. Okay, ja, gut, dass du nochmal einen Schrei dazwischen packst, um deine Geschwister aufzuwecken. Das ist ja nett von dir, Legolas. Und dann packst du ihn wieder ein. Gut, okay. Dann würde ich sagen, ich beende diesen Part jetzt hier, damit ich Emily hier umstylen kann. Und wir sehen uns im nächsten Part. Schreibt gerne weiterhin Namensvorschläge für zukünftige Kinder in die Kommentare. Regel ist jetzt wieder, dass es Namen sind, die aus Serien oder Büchern stammen, in denen es um übernatürliche Wesen geht. Also Harry Potter als Buch jetzt zum Beispiel oder Supernatural als Serie oder was weiß ich. Teen Wolf, Vampire Diaries, was auch immer ihr guckt, Filme, meinetwegen auch, halt irgendwelche mystischen Namen oder so. Also gerne unten in die Kommentare und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao!